Hi Leute und willkommen bei Woodturning F bis Z. Heute möchte ich euch zeigen, wie man Schüssel aus Kaffeebohnen macht. Also einzige, so wie die jetzt sind, kann man da eine schlechte Schüssel draus machen. Da sollte man ein bisschen Epoxidharz dazu da. Und falls euch das interessiert, wie das geht und was da dabei rauskommt, einfach da bleiben. Los geht's! We'll be right back.
So, jetzt sind wir schon wieder am Ende vom Video gekommen. Wenn man sich also ein paar Kaffeebohnen und ein bisschen einen Bauxit hat, eine Schüssel draxelt. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Und ja, die ganze Werkstatt riecht super nach Kaffee. Das Ergebnis ist auch ganz gut geworden, so wie ich finde. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal bei Woodturning F bis Z.